Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Es geht jetzt weiter hier durch diesen Wald, den ich gerne erkundet haben möchte. Jeden Winkel müssen wir uns angucken. Da geht es wieder aus der Karte raus. Das ist gut. Da haben wir wieder einen Gegner. Oh. Will-O-Wisp. Ein Geist. Immun gegen Bewegungsunfähigkeit. Boden erkrankt. Gift. Dunkel. Okay. Ja, Klaus. Klaus. Mach du mal hier Action, bitte. Junge Frau, stell dich mal hier hin und was haben wir hier? Verwundeter Schuss. Vielleicht bringt der was. Hau den mal da drauf. Und du könntest. Nee, das wollte ich gar nicht. Du könntest. Kleine Fluggeschosse? Versuchen wir das doch mal. Yes. Action? Curses. In der Hoffnung, dass wir nicht direkt alle hier sterben werden. Ah, der macht Elektroschaden, kann das? Warum greift der Rest denn hier nicht an? Ah, yes. Warum greifst du denn nicht weiter an? Du doofe Nudel. Du darfst dann gern Auto-Attack-mäßig weiter angreifen, ne? Ja, okay. Ich muss das noch hier lernen, wie ich vernünftig kämpfe. Das ist, ja. Was haben wir denn? Siedlerpfeil. Okay, und hier können wir rein. Oh. Was haben wir denn noch Schönes? Guten Tag. Lebt hier jemand? Nein. Plündern, essen. Dietriche sind auch gut. Goldrot, prime. 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 Das kann man wahrscheinlich essen. Aha. Okay, ja, nehmen wir mal mit. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Da in der Kiste ist noch was. Ein Seil mit Enterhaken. Und, oh ja, noch ein Ausdauerding. Auf dem Tisch noch was? Sieht nicht aus. Ich glaube, das war's mit dem Raum. Mal hier gucken, ob wir da irgendwo eine Geheimkammer oder so finden. Nö, sieht nicht so aus. Okay. Wahrscheinlich war dieser Geist, den wir gerade getötet haben, der Besitzer. Tut mir leid. Tut mir leid. So, hier haben wir wieder die Straße. Sollten wir die Karte auch fast zu Ende haben, ne? Ja, sieht gut aus. Da haben wir nichts mehr. Da haben wir auch Wegende. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind doch bestimmt noch irgendwo Gegner. Und wir sind fast am Popo. Da kriegen wir schon hin. Junge Wölfe. Ne, ein junger Wolf und ein Wolf. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns doch erstmal um den Wolf. Oh, ja. Ein bisschen mehr als nur ein junger Wolf. Klaus, halt durch. Klaus, das schaffst du. Klaus, halt durch. Du musst das tanken. Warte mal. Nein, wieso klicke ich denn immer auf das Buch? Ich will doch hier. Fackel mal ab. Oh, mache ich da mit Klaus auch Schaden? Warte mal, wenn ich das so mache. Treffe ich Klaus nicht, ne? Ja, fackel die Gegner ab. Sehr schön. Looten. Ganz viel Wolfshaut. Sehr, sehr gut. I'm here. Wir haben das überlebt. Okay. Das Leben sieht gut aus. Das Leben sieht gut aus. Klaus' Leben regeneriert sich eh irgendwie wieder voll. Das ist ganz praktisch. Und dann sollten wir doch hier
einmal rum sein, ne? Sieht zumindest... Oh, da haben wir noch jemanden. Guten Tag. Fühlmer. Hallo, Fühlmer. Ah, oh, hallo. Verzeihung, aber du hast mich ordentlich erschreckt. Ich dachte, ich hätte etwas durch den Busch rascheln hören. Aber das warst wohl nur du. Wie dumm von mir. Du brauchst nicht zufällig Vorräte? Ich wollte eigentlich zur Matt-Hamm-Brücke. Aber vielleicht ist es besser, ich gehe zurück in die Stadt und versammle noch einige Leute. Vorsicht ist besser als Nachsicht, nicht wahr? Sag, hast du etwas gehört? Ja, ich hab hier schon so... Da kommt noch was. Ein Wolf. Na gut, der ist ja gar kein Problem. Der ist schon tot. Guten. Ein bisschen Haut. Willst du nochmal mit dir reden? Bei allen Sternen am Himmel. Danke. Ich habe diese Ungeheuer noch nie so kühn erlebt. Seltsame Zeiten sind das hier. Nimm das. Ich reise zurück nach Golddal und du kannst es besser gebrauchen. Was habe ich denn bekommen? Oh, Trank der kleinen Ausdauer. Sehr schön. Dankeschön. Tschüss. Gute Reise. Ich vermute mal, hätten wir die vier nicht hier vorher schon getötet, wären die jetzt wahrscheinlich angelaufen gekommen. Okay, dann können wir jetzt noch die Mitte erkunden. Oh, was haben wir denn hier? Da war doch gerade einer. Saw you in the flames. Ah, dich in den Flammen gesehen. Da, ah, habt ihr das gesehen? Da war ein Geist. Ich dachte, das wäre ein Rollenspiel-Adventure und nicht hier ein Horrorspiel. Hi. Am Fuße dieser Statue kauert ein unfassbar hässlicher Mann mit geschwollenen roten Wangen, voller Pockennarben und einem zotteligen Bart. Er schwitzt, als ob er Fieber hätte. Seine Atmung aber ist bedächtig und gleichmäßig, wie das langsame Blasen des Blasebalgs eines Schmieds. Aber dieser Vergleich fühlt sich seltsam und unliebsam an. Der nächste Vergleich, wahrscheinlich ausgelöst von seinem Grinsen, bezieht sich auf eine Bärenfalle. Und dann, völlig aus dem Nichts, deutet sich leicht als chemisches Feuer an. Aber dieser Eindruck verschwindet fast augenblicklich, als du den Geruch identifizierst. Come to pray at the statue. Toll! Die Frage klingt eigentlich kaum wie eine Frage. Als der Mann seine Aussage macht, nimmt die Statue eine rötliche Farbton an, als ob jemand eine Fackel vor sie halten würde. Dann geht sie langsam in wogenden Flammen auf. Der Mann dreht sich nicht um, als die Statue in Flammen aufgeht. The others are welcome, but it's best if just you and I trade words, and your shadows stay quiet. Hands off their weapons, both arcane and steel. It's only you I want to trade words with anyway. I swear before the whore that is Margaret, no harm will come to you in her shadow. If that's enough of a promise for you. If not... Er hält einen Stab locker in seiner Hand, der einen Augenblick zuvor noch nicht da war. Wie ist das für ein Dude? Okay, wir haben die Voraussetzungen nicht erfüllt. Wahrscheinlich hätten wir vorher mit jemand anderem reden müssen, namens Makran oder so. Die kennen wir nicht. Das ist diese Hure, von der er spricht. Merkwürdige Gefährtenwahl. Stein scheint mir nur schwachen Trost zu spenden. Die Statue untersuchen, den Mann studieren, deinen Blick auf den Stab konzentrieren. Ich habe deinen Namen nicht verstanden oder weshalb du mit mir sprechen möchtest. Oder einfach gehen. Ja, was machen wir? Ihn jetzt beleidigen ist, glaube ich, nicht so die beste Wahl. Ich gucke mir den Mann erstmal an. Die plötzlichen, verwobenen Flammen von der Magran-Statue werfen mehr Licht... Ach, so, das ist die Statue. Auf seine Züge. Die Robe des Mantels ist schmutzig und fettverschmiert. Und andere Spuren in der Wanderschaft trägt sie ebenfalls. Die Säume seiner Robe sind einschließlich der Ärmel an den Rändern verbrannt. Diese Übersetzung in Deutsch, ne? Das ist auch eine Katastrophe. Als ob er eine größere Strecke durch ein Feuer gelaufen wäre. Mit den Händen,
in die Flammen gegriffen hätte, um etwas herauszuholen. Seine Hände sind zwar dick und schwielig, tragen aber keine Brandmale. Ich möchte mir den Stab angucken. Der geschwärzte Stab sieht dick und robust aus. Er scheint aus geschwärzter Asche zu bestehen, die einst durch ein schreckliches Feuer entstand. Unterhalb der Asche scheinen sich im Holz Flammen und Muster zu befinden. Und eins ist sicher, der Stab war einst etwas weitaus Gefährlicheres, jetzt aber nicht mehr. Als du ihn genauer studierst, glänzt er leicht in deinen Augen, wie Wasser, in dem sich das auf der Statue verteilende Licht fängt. Welche Kraft auch immer dem Stab entzogen wurde, die Gefährlichkeit nimmt ihm oder seinen Führer das Gewisse nicht. Als du aufblickst, siehst du den Mann, der dich beim Studieren des Stabes beobachtet. Als ihr in Blickkontakt kommt, lächelt er humorlos und nickt. Guck ich mir jetzt noch die Statue an. Der verwobene Feuerschein von der Statue gibt keinerlei Hitze ab, sodass du dich fragst, ob dich deine Sinne trügen. Der hässliche Mann vor dir scheint es nicht zu bemerken oder zu spüren, obwohl ihm der Schweißfilm noch immer auf der Stirn steht, als ob er von innen heraus verbrennen würde. Dann machen wir mal das Letzte. I didn't give it. You probably find names as useless as I do. The names that litter this world like debris are hard enough to wrap around the tongue. And what do they matter? It's what's beneath the skin in the letters I care about. What burns within. It's more important to me you're a watcher than whatever culture or accent decorates your letters like awkward crowns. Take pride in your actions, not where you hail from. Or how your name rolls off whatever liar's tongue coats it now. Woher weiß er, dass wir ein Wächter sind? Bitte sieht man mir das etwa an? Jetzt habe ich Angst. If you need a title to hang on me to match your own watcher, then call me Durance. And as you observe souls, I test them. Woher hätte ich wissen sollen, dass ich... Ja, woher weißt du, dass ich ein Wächter bin? Durance schüttelt den Kopf und festigt den Griff seiner Hand um seinen Stab. Ich kann die Fragen förmlich hochbrodeln sehen, dass sie uns eine nach der anderen ausbrennt. I am a missionary. I walk this diseased nation with its heathen, its people so careless with the spirits of others and their own, watchers among them. Yes, I know you for what you are, and your name doesn't interest me. Names are for honest folk, and you are a crack that shines light from another place. We're meant to travel together, you and I. Saw you in the flames. Not your face, but that soul of yours. All tightened up, like a huntsman's knot. Ein bisschen Angst, ne? Du hast meine Seele in den Flammen gesehen? There's things we can teach each other. If you're in need of answers to your mantle of questions. I don't force my words on anyone other than you. I don't care who walks with you or what their mewling problems and politics are. There's enough howling in the world without me stoking that fire. I won't take from your provisions, don't need much on the road. I can carry my weight, which is considerable. Many will stand against you. They probably already have, from what I can see. Left their marks, it seems. Like a trail, worming its way behind you. Mhm. Welche Art von Zeichen denn? Disease? Spirit wind? Both could have touched you, yet here you stand. As for disease, not all of us were close to water when the pox hit. But it's no longer a passenger in my flesh. It left its marks as well. But like flames, the pox doesn't strike twice. Nor is it catching. Gesellschaft wäre mir unterwegs sehr willkommen. Ich habe Gesellschaft. Ich hab hier meinen wunderschönen Magier-Elfen. Sollte es dir deine steinerne Herrin da gestatten, dann komm mit. Brauch deine Hilfe nicht. Ich weiß nicht, ist er auch ein Magier? Will ich mit zwei Magiern rumrennen? Kann ich ihn auch irgendwann wieder loswerden?
Muss ich ihn austauschen gegen er für den Namen kann ich mir nicht merken. Ich frage mal, ob die Herrin gestattet, dass er gehen darf. Her? Don't fear her jealousy. Let us see what the road holds, Watcher. Okay. Okay, jetzt haben wir drei Leute. Was bist du? Bist du auch ein Magier? Stufe 1, Priesterzauber. Ah, du kannst heilen? Kannst du heilen? Leichte Wiederherstellung von Ausdauer. Leiden unterdrücken. Okay, er ist auf jeden Fall ein Supporter. Stärkt die Gesundheit von Verbündeten im Wirkungsbereich. Okay, wir haben eine Art Heiler und Buffer, sag ich mal. Sehr schön. Stufe 2, was sind die Stufe 1 Dinger? Rüstung. Also so Paladin-mäßig, würde ich mal sagen. Sehr schön. Gefällt mir. Aber jetzt habe ich noch mehr Sachen, die ich im Kampf nutzen könnte. Dann drehe ich doch durch. Ich bin doch jetzt schon überfordert mit dem, was ich alles kann. Naja, gut. Kriegen wir irgendwie hin. Wir gucken mal auf die Karte. Wir müssen nur noch die Mitte hier und das und dann können wir diesen Wald verlassen. Warte mal, er kann ja kochen. Kannst du auch irgendwas Handwerkliches? Sieht aber auch wunderschön aus, ne? Du bist ein Stufe 3 Priester schon von Magran. Wo wollte ich, wo war das denn? What? Hier, Handwerk, was kannst du denn? Okay, du kannst auch kochen. Und Schriftrollen herstellen und Tränke, aber das, ist das allgemein, kann das jeder? Ja, okay, ich dachte vielleicht hat jeder Charakter auch irgendwie noch so seine speziellen, seine speziellen Handwerkssachen, die er machen kann. Da rennt schon wieder ein Geist. Was ist denn das hier? Ah, da ist ein Gegner. Junger Keiler. Ach ja, der ist doch, ja, hier. Kleine Schweinchen, die sind doch kein Problem. Die waren doch mal so gar kein Problem. Looten, dankeschön. Haben wir noch was Schönes? Sieht nicht so aus. Ich glaube, dann haben wir hier gleich alles. Sieht so aus. Ich gucke nochmal auf die Karte. Ja, aber da oben kamen wir ja nicht weiter. Hier kamen wir nicht mehr weiter. Ich glaube nicht, dass wir das aufdecken können. Dann können wir, denke ich, diese Map verlassen. Und gucken, dass wir zu dem, zu diesem Dorf kommen. Hier, nee, wir kommen hier noch nicht hin. Wieso Achso, weil wir hier den Weg nach unten angeklickt haben, ne? Oder? Wieso kann ich nicht den Weg nehmen? Muss ich dann da raus? Das kann natürlich auch sein. Dann gehen wir mal da hoch. Wo man da rauskommt. Da. Das müsste dann ja, denke ich, klappen. Ah, genau. Von hier geht es dann weiter zu den Schwarzauen. Das gucken wir uns dann aber in der nächsten Folge an, was uns in den Schwarzauen erwartet.
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.